Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge First Feudal hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich hoffe, die Nacht ist bald zu Ende, damit es wieder heller wird. Aber wir werden heute auf jeden Fall versuchen, verzweifelt Kupfer herzustellen. Und da konkurrieren wir so ein bisschen mit unserem, glaube ich, Holz. Oder hat er die Aufgaben schon erledigt? Weiß ich gar nicht. Nee, hat er noch nicht, ne? Doch, hat er. Hat er, da ist es schon. Okay, gut. Dann hat er erstmal schon mal seinen Job gut gemacht. Wir werden dann hier noch ein paar Stöcke abstellen und dann noch ein bisschen Holz mal holen. So, und dann kann ich die Steine, kann ich die irgendwo reinhämmern hier in irgendwas? Nein. Gut, okay, dann nehme ich sie mit nach Hause. Ist ja nicht weiter schlimm. So, dann stellen wir jetzt mal hier ins Fass rein. Andere Maustaste, so, oder ein anderer Klick. Und dann holen wir mal hier ein bisschen Kupfer und dann machen wir Kupfer. Und dann werden wir den Kupfer dann gleich los. Ach nein, das natürlich nicht. Sondern hier. Wir wollen nämlich mit dem Kupfer leveln irgendwann mal dahin kommen, dass wir Bronze machen können. Das ist mir jetzt nämlich persönlich so ganz schön ein Bedürfnis. Weil ich dann nämlich oben den anderen Tisch dort endlich mal fertig bauen kann. Also ich muss ja auch noch das andere Holz machen. Diese wahrscheinlich imprägnierten Holzbretter oder was das denn darstellen soll. Deswegen auch immer ich da Leinenöl für brauche, aber stört mich ja nicht weiter. Bitte schön, wenn es das Spiel so will, mache ich es gerne. Wieso habe ich da drei Holz noch wieder? Lässt sich jetzt ein bisschen Eichen übrig. Da hat mir noch keiner Holz hingebracht. Egal. Wir versuchen mal so viel wie möglich hier zu verarbeiten. Und jetzt, das könnte es doch schon gewesen sein. Das ist es auch. Wir können jetzt Bronze machen und dann können wir jetzt die Bronze-Smithery bauen. Und eine Bronze-Kitchen. Was kann man in der Bronze-Kitchen? Kann man da schneller kochen? Mehr kochen? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Produktion. So, die... Oh, Bronze-Kitchen. Sieht doch echt nicht schlecht aus, ne? Also da muss man sagen, wir sind in der Bronze-Zeit angekommen übrigens. Willkommen im Bronzezeitalter hier bei First Feudal. So, gucken wir uns doch mal an, was kostet so eine Bronze-Kitchen? Die kostet Stonebrick, bisschen Leder, Bronze-Ingots und dann diese eingelegten Planken. Da würde ich auch mal sagen, bauen wir die doch gleich mal da rein. Und hier sagen wir ihm, mach doch mal bitte schön 60 Stück davon. Ne? Vorher kannst du natürlich auch nochmal 170 davon machen. So, da muss ja noch einer beschäftigt sein. Irgendwann macht doch gerade Leder, wie blöd, glaube ich. Oh, ich kann mal eigentlich. Nee, warte mal, ich hole nochmal. Ich nehme mir nochmal. Was nehme ich mir denn? Achso, ich muss ja hier jetzt mal gucken. Kann ich denn hier jetzt zu Bronze. Oh, guck mal, da ist die Muru. Kann ich hier jetzt zu Bronze Ingots dran? Nein, kann nicht machen. Das ist 4 Copper Ingot, 1 Tin Ingot. Bringt mir 5 Bronze-Ingots. Alles klar, okay. Das probieren wir jetzt mal aus. Also, wir brauchen Tin-Ingots. Ich brauche Holz. Sehe ich gerade? Okay, naja, gut. Macht erstmal nichts. Brauche ich überall immer Holz dazu? Lockwood, Lockwood. Eieiei. Ah, gibt es denn da irgendwann mal eine... Ich hoffe, dass es da irgendeine Technologie gibt, womit man dann nicht mehr ganz so viel Holz braucht. Weil wenn das weiterhin so mit dem ganzen Holz geht... Dann kriege ich echt Schwierigkeiten irgendwann, ne? So, aber wenn wir die ersten Bronze-Ingots machen können, das wäre auch schon schön. Da könnte man nämlich dann da mal die Bronze-Kitchen bauen oder beziehungsweise auch die andere Geschichte. So, wir machen erstmal, craften erstmal davon auch ein paar. Oh, hör mal auf. Guck mal, geht da noch was von? Einmal. Bronze Age. Errungenschaft freigeschalten. Also, jetzt sind wir offiziell im Bronzezeitalter angekommen. Inventartechnisch brauchen wir wahrscheinlich Kupfer. Alles klar. Ja, na gut. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Moment, wir hätten hier noch ein bisschen Kupfer. Das ist ein bisschen viel Kupfer, aber okay. Wir müssen das nicht gleich übertreiben wieder. Die Frage ist, kann ich jetzt eigentlich auch hier an der... Nein, da kann ich noch keine. Da muss ich wahrscheinlich erst wieder was forschen, damit ich auch Bronzewaffen benutzen kann. Na gut, egal. Das kriegen wir dann aber auch hin. Oder vielleicht gibt es da noch so einen Bronzezeitaltermäßigen Waffenschmied.
Damit ich eine Bronzewaffen habe und Bronzerüstung und sowas. Es wird wahrscheinlich alles Mögliche geben hier. Ich weiß es nur noch nicht. So. Ich komme da nicht ran, okay. Moment. Ach, ich mache es mal da oben. Ich hole erstmal hier oben ein paar Bretter rein, ein paar Bronzebarren rein. Zack. Dann fehlen dann nur noch diese 40 anderen Bretter. Macht er die jetzt gerade? Ne, der macht, der hat jetzt erstmal die Bretter gemacht. Oder hat er die anderen schon gemacht? Ne, hat er noch nicht gemacht. Alles klar. Gut, da können wir eigentlich vielleicht auch nochmal dran gehen. So, wir können, aber wir haben noch 11 Stück. Die können wir erstmal hier reinnageln. Und dann nehme ich noch ein bisschen Wood mit, weil ich kann noch viermal... Ja, viermal kann ich jetzt... Oh, ich brauche Essen. Verdammt. Oh, die mal was hinter die Binde. Meine Herren. So, jetzt habe ich mal einmal zu viel hinter der Binde gehauen, weil ich eigentlich die falsche... Weil ich wieder die falsche Taste gedrückt habe. So, dann brauchen wir Holz, Holz, Holz. Und dann nehmen wir nochmal Anlauf und werden noch ein paar Bronze-Ingots machen für das Teil hier hinten. Und dann werden wir das Leder machen. Naja, oder beziehungsweise wir werden vielleicht die Bretter machen, damit unser Koch auch kochen kann. Bronze-Ingots geht gerade nicht, weil wegen, oder? Nee, doch, müsste jetzt gehen wieder, ne? Ja, jetzt haben wir genügend Holz dabei. Das geht ja richtig gut, ne? Das geht ja richtig fix hier. 15 Stück, wie viel brauchen wir? 9. Okay, das reicht aus. Muss hier unten unbedingt die Straße noch machen, dann muss ich das Ding hier abreißen wieder, das werde ich dann irgendwo anders, keine Ahnung, wo hinstellen. Und macht ja nichts, ne? Das ist gut, ein paar Teile kriegt man ja wieder, wenn man was abreißt. Wir sind an der Attack. Moment, geht bitte mal schön alle an den Waffenschrank, ich nagel das immer noch schnell fertig, weil ich da was fertig nageln will. So. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwer irgendwo so diese anderen Bretter hingelegt hat. Ist da ein Punkt, wo die eventuell abgelegt wurden? Oder hat er die noch nicht gemacht? Hat er noch nicht gemacht? Doch, er muss schon 15 gemacht haben. Oh, da ist schon der richtige Fight in Gang hier. Da ist schon einer tot. Oh, was hat der denn bei? Na schön. Was ist das für einer hier? Weiß der nicht, was er zu tun hat? Jagt ihn nicht so weit, ist okay. So. Da hat es auch noch zwei gerissen. War da einer von mir dabei? Ich hoffe nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall Forken. Und hier so eine lilane Rüstung. Sehr schön. Gut, wir haben einmal das. Das könnt ihr euch auch, ne? Ihr habt fleißig gekämpft. Das könnt ihr durchaus benutzen. Und dann schmeißen wir das genau alles da rein. Fein. Toll habt ihr das gemacht. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch. Ihr wart sehr fleißig. Und ich habe die Chance jetzt zumindest. Also jetzt kann ich das. Das ist schon mal gut, ne? Also dann schmeißen wir hier mal den rein. Und hier schmeißen wir mal den rein. Sehr gut. Also ich bin wie immer so begeistert, dass wir jetzt so unsere Holztruhe natürlich... Na gut, dann machen wir hier das Holz rein. So, gut. Dann hätten wir das schon mal geklärt. So, sehr schön. Und dann fangen wir da mal an. Wir müssen ja eigentlich auch mal selbst diese Weberei machen. Und wir müssen... Da ist das Spiel immer noch vor. Guck mal, hier wächst ein Bäumchen. Ach, ist ja niedlich. So. Den haben sie immer noch nicht gefällt. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt erstmal hier hin. Nein, ich wollte jetzt mal hier unten gucken. Wo kann er denn die... Wo kann er die denn abgelegt haben? Da hat er die abgelegt. Das ist ja ein Unhold. So, gib mal her. Nehme ich mal an mich. Ich bin so frei. Na, guck mal, das ist ja richtig gut, die laufen hier. So, dann gucken wir doch mal. Dann hat er wahrscheinlich hier jetzt noch welche reingelegt. Ah, wer hätte das gedacht? So, dann hämmern wir mal das Ding mal fertig hier. Und dann gucken wir mal, was eine verbesserte Werkbank uns bringt. Ne? Also wenn wir da was Verbessertes haben. Oder ob wir hier andere Rezepte haben. Ach, die Stamina ist immer noch ein Problem. Aber vielleicht haben wir hier ein paar schönere Rezepte oder schnellere Rezepte. Weiß ja nicht. Also ich bin auch mal gespannt. Also wenn wir jetzt da mit der Rüstung so weit sind, dass wir dann natürlich die bessere Rüstung machen müssen. Wir müssen Stoffrüstung machen ohne Ende und jede Menge. Damit wir da leveln. Ich weiß bloß nicht, ob ich die irgendwo wegschmeißen kann. Oder ob ich mir damit
alles zu. Oh, guck mal, was kann man denn hier machen? Tent Leather, okay. Dann kann man hier machen Leather Stripes und Fabric. Also man kann hier andere Rezepte machen. Okay. Gut, 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 gut. So, dann werden wir mal gucken. Wo hat denn der Kamerad? Hat er dann nochmal das Holz angelegt? Nein, hat er nicht. Ah, gucken wir mal, ob er da unten vielleicht was abgelegt hat. Ja, da hat er wieder was abgelegt. Auf ihn ist Verlass. Also wenn er Chaos macht, dann richtig. So, und hat er vielleicht da noch was reingelegt? Da hat er auch was reingelegt. Ah, ein Schelm. Ein schlimmer Schlingel ist das. So, ein böser Pube. Dann nehmen wir das mal noch. Und dann werden wir hier davon ein paar Fässer mal mitnehmen. Und dann gucken wir mal, wie lange das braucht, um das hier zu stellen hier. Das geht ganz fix. Gut. Und dann haben wir nämlich genügend. Dann nageln wir die dann da rein und dann holen wir uns das Leder noch. Macht mich sowieso. Achso, ich habe gerade keinen Bilder mehr unterwegs, ne? Stimmt. Beim Werkzeug muss ich. Oh, wir sind schon mit den Äxte ausgegangen. Mann, 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 da muss ich auch schon wieder hin. Moment. Nee, nicht Map, Map. Map, nicht hier. Da, eh. Macht mir mal bitte. 1, 2, 3, 4 davon. 1, 2, 3, 4, 5. Mach mal durchaus 10 Stück davon. 10 Stück davon. Davon nix. Davon 3. Und Sicheln machen wir auch nochmal 5 Stück. Oder mach nur 3 Stück. So, und jetzt müssen wir dann hier mal ganz kurz. Einen meiner Mitarbeiter hätte ich ganz gerne. Und zwar hätte ich gerne einen Woodcutter. Haben wir vorne nicht noch einen Woodcutter? Da haben wir einen Woodcutter, genau. Der macht jetzt mal ganz kurz den Weaponsmith. Der macht dann nämlich auch die Werkzeuge mit. So. Gut, das hätten wir erstmal geklärt. Damit hier einer Werkzeuge für uns macht. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr rum. Och, die Stamina ist schon wieder aus. Och, Menno. Man muss auch delegieren können. Das ist gar nicht so einfach, ich weiß, aber muss man auch können. So, hier gibt es keine Sämereien mehr. Moment, da muss ich mal ganz kurz hier mir ein paar Kürbisse sichern und dann mal sagen, ich möchte gerne ein paar Kürbissamen gemacht haben. Damit ich wieder das Feld ein paar Mal bestellen kann. Da muss ich mal ein bisschen noch drauf aufpassen. Not in the free space. Warte mal, ich klopfe mal neben. Nein, das kann ich nicht. So, der Miner hat kein suitable Tool mehr. Genau, da fängt es nämlich jetzt an. Ich hoffe, dass der Weaponsmith da jetzt langsam aber sicher was tut. Achso, ich habe ja keine Stamina. Ach, jetzt ist mein Werkzeug gebrochen. Ich werde wahnsinnig nochmal. Es ist echt nicht einfach mit mir. Dann bin ich zu dick für die Tür. Also, dass mein Werkzeug jetzt kaputt gegangen ist, ist natürlich wirklich tragisch, aber gut, kann ich erstmal nicht ändern. So, dann legen wir da oben erstmal die Samen. Oh, jetzt kommt hier wieder, sehr schön, Flachs kommt wieder an. So. Wo habe ich denn das gekochte Zeug hingelegt hier? Oder habe ich da reingelegt, ne? So. Und jetzt muss ich mir selber so ein Werkzeug holen. Ich hoffe, dass ich noch eins drin habe. Ich glaube, ja. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Da haben wir noch eins. Das benutze ich erstmal. So, Forken haben wir hier genügend. Da legen sie noch was ab. Und hier, was ist denn das hier? Was macht denn hier so ein Blödsinn? Mann, Mann, Mann. Das sieht ja fast so aus wie... Das sieht echt aus wie beim Mucks und Mulle hier. So, die Kiste ist das leer. Das ist, da könnt ihr auch noch ein bisschen was reinschmeißen dann. Wenn wir erst noch ein bisschen wieder Ordnung machen, weil meine lieben netten Mitbewohner hier mit der Ordnung ja nicht so einhalten wollen, unbedingt. Echt, das muss ja jetzt nicht auch sein. Warum denn Ordnung halten? Kümmert sich schon irgendein anderer drum. Irgendein Dulli wird das schon machen. Ja, in dem Fall war ich der Dulli. Super. So, dann holen wir mal die 5 Leben. Die nageln wir gleich mal hier rein. Papp. So, dann haben die Wesen gleich einen Sinn gehabt. Und ich habe das neue Tool mal genutzt, denn meiner hat immer noch kein Mining-Tool.
macht der denn hier wenigstens Mining Tools? Ja, der macht Mining Tools, nachdem er die Stone Axe fertig hat. Also wird er Ewigkeiten keine Kisten für finden, glaube ich. Na egal, er wird schon irgendwas zumüllen damit. So. Also wenn auf was Verlass ist, dann ist auch Verlass, dass sie uns das Lager vollmüllen. So, dann holen wir uns mal Leder ab. Muss es irgendwo Leder geben? Was? Nee? Da gibt's Leder. Ich wusste doch, dass ich hier irgendwo Leder habe. So, dann hauen wir da mal drauf. Dann müssen wir schon wieder nachholen. Dann sind wir auch schon wieder bald so weit, dass wir schlafen können. Aber wir haben mindestens sind wir im Bronzezeitalter angekommen. Und das, finde ich persönlich, ist schon mal gar keine so schlechte Leistung. Wenn man das schafft. So. Ah, ich bin jetzt wieder außer Atem. Egal. Wir versuchen uns noch ein bisschen zu erholen, aber wir müssen auch verschlafen gehen. Deswegen geht die Erholung auch so langsam. Sollte vielleicht doch mal Maria Mate trinken. Vielleicht geht es ihm dann besser. Schmecken tut sie echt nicht doll. Hab's nochmal probiert, aber... Ich werde das Glas jetzt auch noch austrinken, weil... Ja, komm, wir gehen ins Bett. Ich werde es jetzt auch austrinken, aber naja. Also ich werde es mir nicht nochmal kaufen. Gut, das zu dem. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im Bronzezeitalter. Wir haben schon sogar das erste... Nee, das haben wir noch nicht fertig. Aber die Bronze haben wir hier reingehauen, damit wir dieses Teil hier fertig haben für Fibrick und ähnliches. Denke mal, das müssen wir dann auch machen, wenn wir weiter... größere Dinge haben wollen. Der hat nichts mehr zu tun, der Junge. Das können wir natürlich auch nicht auf uns sitzen lassen. Machen wir noch ein paar Bretter und machen wir noch ein paar Stickies. Damit hier der andere was tun kann. Und was bauen kann, weil der braucht nämlich Stickies ohne Ende. Wenn er da... Und Steine, vor allem die Steine, die dann weggehen. Das freut mich ja schon. Da hat er noch eine Forke abgelegt. Hier liegen die ganzen Forken drinne. Da liegt eine Axt drin, hier liegen jetzt auch jede Menge Äxte. Okay, dann machen sie die Werkzeugbank. Das ist okay. Das geht. Und dann hat der Miner irgendwann auch ein Suitable Tool. Gut. Dann haben wir das erstmal auch auf Vorrat jetzt hoffentlich gemacht, damit wir da mal ein bisschen mehr Ruhe haben bei den Werkzeugen. Aber wenn ich mich da wirklich selber drum kümmere, sieht man wirklich, das klappt noch nicht so ganz. Also da komme ich nicht ganz hinterher. Deswegen muss ich da delegieren können und ich hoffe, dass ich demnächst mal neuen Einwohner habe. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns übermorgen wiedersehen, wenn wir wieder bei First Feudal dabei sind. Bis dann. Tschüss.